Zone, ne? Oh Gott. Jade! Jade! Und Crane, wenn du kannst, besorg dir am besten neue Waffen. Du wirst sie brauchen. Nein. Ja, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil von Dying Light. Ich bin hier direkt an dem Ort gespawnt, wo der nächste Fortschritt war. Selber ein bisschen überrascht. Also hier sollte ich die liebe Jade treffen, was mir nicht gelungen ist. Wie wir da lesen können: What happens to a scorpion when you cut out its sting? Come to the museum to find out. Also Jade ist gekidnappt worden. So ein Scheiß aber auch. So, ich wollte aber eigentlich heute etwas anderes machen. Und zwar habe ich meinen Fertigkeitsbaum so weit, dass ich bald ein Level up habe beim Überlebensrang. Und da man ja hier doch öfters mal stirbt und eine Menge Punkte dabei verliert, würde ich ganz gerne den nächsten Level up mal durch Farmen herbeiführen. Und dazu gehe ich nochmal in die Slums und werde nochmal in eine Quarantänezone gehen. Dafür müssen wir natürlich erstmal wieder zum Turm zurück, um das machen zu können. Also renne ich da mal schnell hin, ohne irgendeine Pause einzulegen. Ich schaff's einfach nicht, da oben drauf zu springen, ohne runterzufallen. Das ist furchtbar. Zumindest habe ich jetzt keinen Schaden genommen, weil ich mich habe abrollen lassen. Ups, Vorsicht. Ist auch so eine gefährliche Sache hier. So. Sofort hier wieder runter. Brauchst du was Neues? Händler nehme ich natürlich immer mit. Das Verkaufen hatte ich noch nichts, nein. So, dann gehen wir mal rüber zum Turm. Breckens Turm. Troy wusste sofort, auf welches Museum sich Rais Botschaft bezog. Ursprünglich als Festung konzipiert, dient es jetzt in Sektor 0 als Rais Haupt...
Ja, wir wissen inzwischen, dass wir in Rais neues Hauptquartier in der ich hätte Altstadt da ein müssen. Schnäppchen für dich. So, hast du nicht? So. So, dann verkaufen wir mal die Billigwaffe, damit wir auch ein bisschen mehr Platz im Inventar haben. Schnell noch. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Gut. So, dann stelle ich das doch mal direkt ein. Und zwar gehen wir wieder in den Supermarkt. Zwischendurch auch ganz nett, mal wieder in den Slums unterwegs zu sein. Ist die Gegend hier doch noch recht vertraut. Gut, was los? Wunderbar, Küchenkram nehmen wir mal gerne mit. Ist auch sehr wichtig. So, weiter in diese Richtung. Viel Lärm, zieht wieder meine Freunde an. So, wir müssen noch über das
hier noch vorbei. So, da haben wir dann schon den Supermarkt in Sichtweite. Die auch noch mit. Ein simpler Auftrag hieß es. Von wegen. Danke dir, Kumpel. Ohne dich würde ich die Radieschen von unten betrachten. Ja, das wollen wir natürlich nicht. So. Da ist ein Dicker. So, wir sind an dem Supermarkt angelangt. Der Knabe wird leider wieder meine Freunde anziehen. Da ist schon der erste. Ja, da kommen sie. Gleich eine ganze Armee an, ne? Den noch mit. Ja, Zombies sind gar nicht viele da, das ist schon mal gut. Wow. Die sind natürlich wieder überall. So. Mal zwei Medikits. So, dann gehen wir mal rein. Wenn es ums Farmen geht, ist diese Quarantänezone auch wirklich sehr gut geeignet. Kann ich nur empfehlen.
Scheiße, der verfluchte Schalter ist kaputt. So, jetzt haben wir Zeit, uns die schönen Pakete zu holen. Geld gibt es auch noch. So, das dritte Paket ist hier. Moment. Dann machen wir mal die Kiste auf. Bisschen aufräumen. So, und dann heißt es ein bisschen aufpassen, da ist noch ein Selbstmörder drin. Meine ich zumindest, mir jetzt nicht ganz sicher. So, dann nehmen wir mal die Tarnung zur Hilfe. Kann nicht schaden. So, und da müsste ein Explodierer drin sein. Jo, genau. Kennen einen ja auch mit Tarnung. Da ist das vierte Paket. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Aber hier schon mal. In engen Räumen sind die brandgefährlich, die Viecher. Ist also echt empfehlenswert, dass hier nur
aufzumachen, wenn man getarnt ist. So, zwei schwere Kisten. Ein lilanes Beil, aber leider viel zu wenig Schaden. Schrott. Leider Schrott. So, dann kriegen wir es hier wieder mit einem Runner zu tun, oder? Jawohl. Und wieder tarnen. Dann haben wir jetzt nur noch einen Raum zu bestehen. Diesen hier. So. Schnell alles looten. Schwer. Leider auch nur Schrott. Und das letzte Paket. So, damit können wir hier auch wieder raus. Damit haben wir alles abgeräumt, was abzuräumen ging. So, das dürfte dann für ein Level abreichen, schätze ich mal. Dann gehen wir mal wieder Richtung Turm. Moment, ich gehe mal in diese Richtung. Da ist nichts drin, das ist noch nicht wieder aufgefüllt. Besuch. Vorsicht, oder?
Nee, doch nicht. Doch, jetzt kommen sie. War natürlich klar. Na gut, weiter geht's. Oh, da wollte ich eigentlich gar nicht rein, aber wenn wir schon mal drin sind, nehmen wir das auch mit. Weiter geht's. Will mich jetzt nicht großartig aufhalten hier. Es lohnt sich sowieso nicht hier. Lohnt sich sowieso nicht. Genau das wollte ich nämlich schon mal mitnehmen nochmal, wenn ich schon mal hier bin. Ja, super. Meine Fresse. So. Dann mal rein hier. Das Looten war hier doch ein bisschen einfacher als in der Altstadt. Zwei Stromkabel habe ich auch noch nicht gehabt. So, dann war das hier alles. Jo. Schnüre sind ja sehr wichtig für die Molotow-Cocktails.
war hier alles, ja. Ja, da ist sowieso nie was drin, den braucht man nicht aufmachen. So. Wie sich's für eine Apotheke gehört. Und dann gehen wir wieder raus und dann Richtung Turm. Kühlschränke sind halt auch immer gut für Küchenkram. Sind da ja sehr häufig drin. Da ist schon wieder einer. Waren sie, glaube ich, alle. So, vielleicht kann ich sogar mal hier reingehen, ohne gestört zu werden. Sieht gut aus. Ah, fast. Weil diese Schränke lohnen sich ja manchmal. Jawohl. Ein Gladiator. Bitte sehr, da hat es sich schon gelohnt.
So, und auf zum Turm. Ja, das ist wieder so eine Beschützeraufgabe. So, dann bringen wir mal die Pakete weg. Und gucken mal, ob es für einen Levelaufstieg reicht. Danke für die Vorräte. Dann warst du schneller als Reis. Ja, das müsste reichen. Jawohl. Das hat gereicht. Ja, so kann man auch mal aufleveln, was im Albtraummodus auch ganz gut ist, weil es da eben so hammerschwer ist. Weil man viele Punkte durch die Tode verliert. Ja, diese Schilde sind eigentlich nicht so mein Ding. Deswegen nehme ich erstmal das hier. So, dann gucken wir mal, ob ich vielleicht Glück habe und sogar eine gute Waffe im Angebot ist, weil die sind ja jetzt wieder stärker geworden. Ach, jetzt hat er nur so eine Zweihandwaffe. Ja, Schaden ist deutlich größer. Ich kann mir eh nur eine Waffe leisten. Du findest in ganz Haran keine besseren Angebote. Du findest in ganz Haran keine besseren Angebote. Ich guck noch mal bei dem Kollegen, der oben ist, nach. Wer wirft eigentlich die Versorgungsgüter ab? Eigentlich habe ich noch eine gute Waffe. Pass auf, dass du draußen nicht von ihnen eingekesselt wirst. Ein Drachenbeil. Alter, schön, dass du hier bist. Schwere Entscheidung, was? Da schau mal einer an. Wie geht's dir? Willst du handeln? Ich warte noch, auf jeden Fall. Irgendwann habe ich... Da ist er hier, der beste Läufer in der Zone. Irgendwann habe ich auch mal wieder Glück, dass ich eine orangene Waffe bekomme. Dann gehen wir jetzt wieder in die Altstadt. Flugzeuge sind das eigentlich? Hey, ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Tja, ich bin am Überlegen, ob ich den mitnehmen soll. Im Austausch gegen meinen anderen Vorschlaghammer, der inzwischen viel zu schlecht ist. Ja, dann muss ich bisschen wieder looten. Du findest in ganz Haran keine besseren Angebote. Dafür kriegen wir 3000. Ist immerhin eine goldene Waffe.
Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Ja, ich habe ihn jetzt mitgenommen. Ich werde nochmal gucken, ob ich ihn, aufgerüstet kriege. Nee, Entwürfe. Du findest in ganz Haran keine besseren Angebote. Ja, der bringt... Flüchtergift ist schon nicht verkehrt. Kann ich für den mal einsetzen, weil die anderen funktionieren bei Zweihandwaffen nicht. Du findest in ganz Haran keine besseren Angebote. So. Gucken wir mal, was wir dem geben können. Auf jeden Fall ein Fechtmeister. Du findest in ganz Haran keine besseren Angebote. Nee, den König nicht. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Den Gladiator habe ich ja eben gefunden. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Ich tue den mal rein, dann machen wir dir mal richtig eine richtig starke Waffe draus. Dann möchte ich aber auf jeden Fall noch etwas haben, was noch mehr Handling bringt. Ja, nehmen wir hier den Templer mit. So. Du findest in ganz Haran keine besseren Angebote. Ja, die Zweihandwaffe haben wir gut ausgebaut. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Dann werde ich die auf jeden Fall mal testen demnächst. Aber jetzt gehe ich erstmal wieder rüber in die Altstadt. Brauchst du was Neues? Was der noch so hat. Nichts. Nein, der hat nichts soweit. Zu verkaufen haben wir auch nichts mehr. Schlechtes Wetter in Haran. Ja, einen neuen Quest einstellen, damit ich auch hier wieder erscheine. Als nächstes würde ich sagen, werde ich mal diese Aufgabe hier erledigen. Damit beschäftige ich mich dann wieder ab der nächsten Folge. Gut.
habe zwar jetzt keine Fortschritte erreicht, aber immerhin ein Level ab, und das war mir jetzt auch wichtig, damit ich nicht die ganzen Punkte wieder verliere eventuell. Ich sag dann mal bis zum nächsten Part, gabt euch wohl und tschüss!